So, meine Freunde, da bin ich wieder, euer Crimson. Ach, wie jetzt? Ist etwas zu niedrig. Immer noch zu niedrig. Gibt's du das? Willst du das Fach aufmachen? Ah, okay, Schwere. Oh, verstehe, was die mit schwer meinen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Okay, geh einsetzen. Laut den Daten dieser Konsole bleiben die Gegner in einer größeren Angriff. Denn okay, das ist Tagebuch, das ist wieder mal gut für uns. Jetzt habe ich natürlich wieder alles sinnlos verschwendet für die Dechiffrierung, was ich gar nicht wollte. Jetzt haben wir noch einen Punkt frei. Wenn wir mal in die Hilfe investieren. Aber diese Information war wichtig, damit wir die Gates, damit wir uns verteidigen können gegen die Gates. Allgemein wird er alles an uns nehmen. Immer noch keine Rüstung für uns, für die Farianerin. Leider auch nicht. Noch kein so wirklich geiles Universalwerkzeug oder sowas. Das ist auch. Biotikverstärker haben wir auch noch nicht. Panzerbrecher 1, da gebe ich mal Panzerbrecher 2. Was hat die? Die hat Hammer, ne? Hammer 1, haben wir glaube ich schon. Kriegt sie Hammer 3? Umso besser. So, wo es jetzt lang geht, habe ich gerade keine Ahnung. Hier auf jeden Fall nicht. Ich glaube, diese Situation fällt unter die Kategorie ohne Warnung schießen. Ja, das hast du letztens schon gesagt. Okay, hier geht's auf jeden Fall nicht lang hier oben. Ich müsste auch langsam irgendwie mal was essen. Ich habe jetzt seit Stunden gespielt, meine Freunde, und nee, hier lang. Noch nichts gegessen. Oh, fuck. Schön und gut, aber wo müssen wir jetzt lang? Dass hier nur eine Falle war, ist klar. Irgendwo ein Raum übersehen, eine Öffnung. Ach nee, wir sind ja hier rausgekommen, stimmt ja. Fehlt ja irgendwie ein Stück Wand jetzt irgendwo. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Das glaube ich dir. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Torianer, als sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Oh, als die Gegner angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können, aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Sie haben getan, was sie konnten. Ich werde ihnen helfen, wenn sie mir sagen, wo ich den Torianer finde. Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Gate angriffen. Ah, aber was wollen die Gate von dem Torianer? Was würde Sagen von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Ja, Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Herrlich. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Geht-Geschwätz.
Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Na, danke. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Die Frau, ey. Die hat echt Nerven aus Stahl. So. Jetzt ist natürlich die Tür offen. Und ist auch die Tür offen. Wir sollten schon mal prophylaktisch Waffen ziehen. Nee, falscher Raum. Nee, hier. Frage ist, wo müssen wir jetzt wieder lang? Ich kann mich, glaube ich, grob erinnern, dass ich ja schon mal an dem Punkt war und nicht wusste, wo ich lang musste. Ich glaube, ich habe da keine Ahnung, wo ich lang muss. Vorsicht! 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 Okay, das sind Kroganer, da brauchen wir natürlich nicht Panzerbrechen, sondern Reißer. Kriegt der erstmal noch eine schöne. Boah, Alter, der mit seinen. Au! Scheiße, der ist unter Angriff. Boah, Alter, sind die schwer tot zu kriegen, das gibt's ja nicht. So, wieder ein Levelaufstieg. Und diesmal. Inspektor-Training. Alter Schwede, die kriegst du echt ganz schlecht tot, die Kunden. Zack. Sturmgewehr, Sturmgewehr. So. Das Downloaden kann ein paar Minuten dauern. Oh fuck, wir haben kein Medigel mehr. Warte mal, haben wir das jetzt überhaupt runtergeladen? Oh, oh Gott. Ich will gar nicht wissen, wie viele Nebenquests wir gerade machen müssen. Ich frage mich gerade, wo wir lang müssen. Hier ist ja immer alles so verwirrend. Einfach zurücklaufen müssen. Gucken wir unsere Hauptquest nach. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon im Hauptgebäude sind. Ne, gut, hier hoch können wir auch nicht mehr. So, dann geht's wieder zurück. Hier schon? Ja, wenn man nicht weiß, wo es lang geht, das ist schlimm. Ich weiß gar nicht, ob das auch das Terminal war, wo mir die Daten jetzt gesichert haben, ob das das Richtige war. Scheiße, man, ich weiß nicht mehr, wo wir lang müssen. Oder müssen wir komplett zurückfahren mit dem Teil? Das wäre natürlich eine Option, mit der Karre einfach zurückfahren. Hier lang.
müssen wir jetzt mit dem Auto einfach einsteigen und dann wieder den ganzen Weg Richtung Heimat fahren. Aber Frage ist, wo ist es hin? Achso, steht weiter draußen. Ist die Frage, haben wir jetzt alles gemacht? GEF-Aktivitäten, die Daten verschlüsseln, das Terminal deuten darauf hin, dass die GEF in einem großen Streit machen. Okay, das hatten wir. Proben suchen. Auf Pharos haben sich persönlichen Log ein. Ah, okay. Und das System gegeben. Cerberus, schön. Auf Pharos haben sich eine gemeine Übertragung gefunden. Okay, die Einrichtung muss auch so. Alter, haben wir jetzt viele Daten. Die Techniker namens. Okay. Der kriegt seine. Mhm. Alter, wir haben massenhaft Aufgaben. Gut. Soweit haben wir das hier geschafft, dann fahren wir jetzt mal zurück. Medi gekriegt. Bam, na, da kommt ein Gejump. Es ist so geil mit dem Wagen zu jumpen, ey. Ich bin über nichts gefahren, ne? Und er macht solche Moves, ey. Das ist schon geil. Das ist ein Panzerigel. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Hier ist Juliana Bainham von der Pharos-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Hinterher. Nichts wie hinterher. Okay, was ist hier los? Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Na, mal gucken, was jetzt wieder los ist. Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Geht Sie töten würden. Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Schön für dich. Ich weiß, was auf Akuse passiert ist. Es muss hier nicht ebenso enden. Wir können darüber reden. Niemand muss verletzt werden. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach. Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Sie sind hinter der einzigen Sache auf Pharos her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Na klar. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Verdammt, wir hätten echt ein bisschen auf Diplomatie... Ich lasse nicht zu, dass Sie diesen Leuten noch länger schaden. Lassen Sie die Waffe fallen oder es passiert was. Dann mal los!
Tja, wenn es denn so sein muss? Oh nein, es hätte nicht so enden müssen. Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Scheiße. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Ich kümmere mich erst um den Torianer und danach um ihre Sicherheit. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Torianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Das Schiff sprengen oder weiß der Geier was? Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate? Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraklopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es sie lähmen. Riskant. Aber es könnte funktionieren. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Schalten Sie... Okay. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Ich habe die Daten gefunden und auf die OSD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Ich war sowieso da und es war das Mindeste, was ich tun konnte. Genau, du sagst es. Ich weiß das zu schätzen. Hier, das haben Sie sich verdient. Nochmals vielen Dank, Commander. Verdammt, wir hätten echt Diplomatie noch zwei höher skillen sollen, dann hätten wir den, wäre der Typ jetzt nicht tot. Bitte ver... Es ist bald soweit, nicht wahr? Vielleicht können wir unsere Freunde ja doch noch befreien. Alles an mich nehmen, so. Die Granaten müssen wir jetzt neu ausrüsten. Was ist das für ein Update? Ich muss Ihnen helfen. Es ist meine Schuld, dass das passiert ist. So, dann werden wir mal fix die Leute befreien. Und den Torianer da mal zu Gesicht kriegen. Ey, du kannst... Das Ding, das ist irgendwie wie eine Karre aus Flatout 2. Das fährt prinzipiell 400. Was wir ersten Gang kennen die Teile gar nicht. Komm, ich will dich überfahren. Geht gar nicht, man kann ihn gar nicht überfahren. Sei es drum, und wieder ein paar Sachen. Alter, wir haben gefühlt. Wir haben 17.000 Credits, gefühlte 10 Milliarden Gegenstände. Geil. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Die werden uns bestimmt nicht reinlassen, müssen wir uns bestimmt den Weg... Oh, ein Hal... was ist denn mit dem los? Ist ja eklig. Was zum Teufel war das? Ich habe keine Ahnung, was diese Pflanze mit den Leuten macht, aber das war kein Mensch. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Alles klar, Commander. Kann losgehen. Okay, wir müssen noch wieder fix switchen. Ne, wir haben keine Stärke. Chemisch, Ablenkzeit, nein.
Ich glaube, Giftschaden macht dem Ding Scheiß aus. Reißer brauchen wir. Bis Zali aufsteht. Wir haben noch eine Granate. Das ist nichts. Wo krieg ich denn jetzt bitte schön so viele Granaten noch her? War das hier richtig? Ne, es war hier falsch. Scheiße. Dinger sind echt eklig. Ich mach dich fertig. Achtung, Beschuss! Was tun wir? Wir haben keine Gasgranaten mehr. So, jetzt sind wir wieder hier und ich würde sagen. Dass du was mit Museum oder was gehen. Medizin bringt es eigentlich ein bisschen. Okay, jetzt wird's dick. Lass mal mit neuen Waffen ausstatten. Sally, du brauchst Reißer. Haben wir auch nochmal Reißer? Das ist die Frage. Reißer 1. Fuck, ich habe keine Gasgranaten mehr. Gegen die. Shit, ich habe keine Gasgranaten mehr gegen die Kolonisten. Es wimmelt von ihnen bei der Borealis. Wenn wir ein Frachtmodul wegschieben, werden wir ja sehen, was da alles rauskrabbelt. Okay, wir haben wieder ein paar Granaten gekriegt. Drei haben wir noch übrig. Ich will so viele Kolonisten wie möglich am Leben lassen. Ekligen Kreaturen anscheinend.
So, jetzt hauen wir mal das rein. Und dann diese ekligen Viecher haben mich auch Geschichte. Ich mach dich fertig. Das ist die Kransteuerung, Kumar. Beherrschen Sie diese Funktionalität? Achtung, Beschuss! Die Kransteuerung ist komplex und empfindlich. Okay. Lass mal nach einer Kiste Ausschau halten, wenn wir wieder Granaten kriegen. Wir haben nämlich keine mehr. Mal gucken. Ich hoffe, wir haben keine Kolonisten jetzt getötet. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Nein. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Oh, hat sich geopfert für uns. Sehr schön. Rest in peace, man. So, dann werden wir mal in den Abgrund steigen. Ich habe Glück. Vielleicht haben wir... Was ist zur Hölle? Was uns jetzt hier auf Ferros erwartet mit diesem Typ. Abtrünnig plus 0, Vorbild plus 32. Da sind wir jetzt hier bestimmt oberste Spitzenklasse. Oh ja, wir sind richtig gut. Mhm. So, machen wir noch ein paar Schritte runter. Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Was sie... Kila, was ist das? Oh, widerlich. Auf jeden Fall, meine Freunde, ich würde sagen, hier mache ich einen kleinen Break. Oh, obwohl, nee, geht gar nicht. Haha, wir müssen ja. So eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Das könnte problematisch werden. Richtig eklig, das Ding. Oh. Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Sie haben Saren etwas gegeben, etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähren. So, zack. Zack. Boah, die Alte ist auch. Was sie immer eklig platzen müssen.
falls mir noch eingeht, aber sei es drum. Meine Freunde, hiermit werde ich mich erstmal vorläufig verabschieden. Ich habe nämlich keinen Festplattenspeicher mehr, großartig. Ich muss erstmal ein paar Folgen wieder bearbeiten. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und Kommentar da. Ich freue mich auf jeden Fall über alles. Abonnieren nicht vergessen, weiterempfehlen, Infobox checken. In diesem Sinne, euer Crimson. See ya.